Sophia bei der Augenärztin. Sophia geht mit ihrer Mama zur Augenärztin. Sie melden sich an. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Die Augenärztin fragt Sophia. Weißt du, wie ein Auge aufgebaut ist? Nein. Das Auge ist ein Sinnesorgan, mit dem wir Menschen sehen können. Das Auge besteht aus einer Hornhaut, die das Auge vor äußeren Verletzungen schützt. Im Inneren des Auges befindet sich ein Glaskörper, in dem aber gelartiges Wasser ist. Dieser gibt dem Auge Stabilität. Am hinteren Ende des Augapfels befindet sich die Netzhaut, auf der das Bild abgebildet wird. Das Auge hat eine Sammellinse. Vor der Sammellinse ist eine Regenbogenhaut, auch Iris genannt, die die Größe der Pupille des Auges bestimmt. Wenn es hell ist, verkleinert sich die Pupille, sodass nicht zu viel Licht in das Auge fällt. Der Sehnerv leitet die Reize der Netzhaut an das Gehirn, welche die Reize dann verarbeitet. Das Licht trifft vom Gegenstand durch die Linse ins Auge. Dabei wird das Licht an der Linse gebrochen. Zur Konstruktion hilft die optische Achse und die Linsenebene. Um das Bild der Blume zu konstruieren, zeichnen wir nun vom oberen Rand der Blume den Parallelstrahl, den Brennpunktstrahl und den Mittelpunktstrahl. Diese drei Strahlen treffen sich auf der Netzhaut. Nun haben wir den oberen Rand der Blume abgebildet. Für den unteren Rand der Blume gilt das genauso. Das Bild auf der Netzhaut ist umgekehrt, seitenverkehrt und scharf. Deine Augen sind perfekt. Tschüss! Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir hoffen, euch hat der Film gefallen. Von Paula, von Emily und von Josephine.